Kommentierst du bitte den Marco? Im Freien können sich Burak und Co. austoben. Und dann Malo, ich auch gleich, ja? Okay, Malo. Auf dem Spielplatz im Innenhof zwischen Internat und Schule haben sie dazu reichlich Gelegenheit. Fertig! Seit September 2007 spielen hier auch nicht behinderte Kinder aus dem Phoenix-Kindergarten mit Behinderten. Sie spornen sich gegenseitig an und motivieren sich. Egal ob im Sandkasten oder im Spielzimmer des Kindergartens. Im Alter zwischen 3 und 6 Jahren stehen bewegungstherapeutisches Lernen und Spielentwicklung im Vordergrund. Alle Kinder nehmen ihrem Alter entsprechend am Vorschulprogramm teil. Tagesabläufe sind stark strukturiert. Die Kinder können sich so gut orientieren und fühlen sich sicher. Die jüngsten Kinder bei Phoenix sind zwischen einem halben und 3 Jahren alt. In der Frühförderung sind Eltern stark mit einbezogen. Sie lernen die Grundzüge der konduktiven Förderung und können nach intensiver Schulung und Beratung sogar Bewegungsübungen mit ihren Kindern zu Hause eigenständig übernehmen. Und jetzt schieben. Und schieben. Noch ein bisschen. Genau. Beugen. Burak meistert gerade eine Liegebewegungseinheit. 2 + 2 = 4. Hey, sehr gut. Spitze. Genau. Und Luisa, kriegst du deinen Drucker und deine Aufgabe? 2 × 2. Beim Theaterprojekt können die Kinder und Jugendlichen ihr schauspielerisches Talent beweisen. Sie entwerfen selbst ihre Kostüme, gestalten das Bühnenbild, schreiben und lernen ihre Texte. Frage mir, wann und wo wir getraut werden können. Slavo, Liebste. Ich werde sofort zum Bruder Lorenzo ins Kloster ein, um ihm um Hilfe zu bitten. Er soll uns gleich morgen vermehren und somit unser Glück besiegen.